muss mit dir reden. Entschuldigung, das ist. Alter Schwede, was ist das? Was ist denn das für eine Geschichte gewesen? Ja, Weltgeschichte, kann man dazu auch sagen. So. Okay. Dave Brubeck. Na, ja, interessant. Ja, dann gehen wir mal weiter. Gucken wir mal. Boah, vor allem allein, wie riesig schon die erste Etage ist. Ich will gar nicht wissen, wo es oben noch hingeht. Notiz lesen. Katie, bitte sag Mom und Dad, es tut mir leid wegen dem Zeug, das fehlt. Sam. Okay. Ah, die Schubladen bleiben selber schon so ein bisschen offen. Zumindest die obere. Da liegt noch eine Notiz. Hi, Leonie. Also, wenn du heute Nachmittag immer noch zu mir nach Hause kommen willst, wäre das cool. Ich kann fahren. Es ist zwar etwas weit, aber ich kann dich dann auch zurückfahren. Also ist das hoffentlich in Ordnung. Schreib zurück und wirf das in meinem Spind, wenn du noch willst, und wir treffen uns dann auf dem Parkplatz nach der 6. Samantha. Oh ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Bis dann bei dir. Dann werde ich dir in den Hintern treten. Mach dich bereit. L, du. Guck mal, da unten, Alter, wie Street Fighter. Voll geil. Feier ich. So you know what they say about the best laid plans of mice and men? Yeah, turns out it applies to Street Fighter too. At least I worked up the courage to walk into the 7-Eleven and ask for a turn, but all that practice at home did not exactly translate in the wild. So after I was finished getting my butt kicked, I followed them outside while they smoked. And that was when she asked me if I was that psycho house girl. But then she said she's always really wanted to see the psycho house. Her name is Lonnie. She's coming over tomorrow. Katie, bitte egal was du auch gefunden hast, erzähl Mom und Dad nichts. Der Dachboden. Aha, interessant. Oh mein Gott, mein Browser ist gerade abgeschmiert. Ich hoffe, das macht nichts an der Aufnahme. Ich kann gerade den Chat nicht lesen. Seid mir nicht böse drum. Ich muss gerade, glaube ich, mal Ich muss mal gerade den Browser neu starten. Es tut mir sehr leid. Hallo? Ja, machen wir es gleich. Also wie gesagt, ich kann den Chat gerade nicht verfolgen jetzt vielleicht. Ja, sofort beenden. Warte mal, hier waren wir schon gewesen, ne? Dann gehen wir mal hier jetzt wieder lang. Ja, ich möchte sofort beenden. Ja, ich glaube. So, warte mal. Ich hoffe, der startet mir das jetzt nochmal neu. Haben wir hier unten jetzt alles schon abgesucht gehabt? Ich glaube ja, ne, oder? Hier verschlossen. Irgendwie kommt immer was dazwischen. Ist immer so. Ja, dann gehen wir mal in die obere Etage. Unten kommen wir ja nicht weiter, weil wir ja, ja, da verschlossene Türen noch haben. Oh, die Lampe wertet den Raum jetzt unheimlich auf. Zeitungsausschnitt. Kontrollierter Waldbrand geplant für Boone County. Für den größten Teil der nächsten Woche werden Rauchschwaden über den Nordosten von Boone County zu sehen sein. Grund dafür wird ein vom Forstamt kontrollierter Waldbrand in den überwucherten Gebieten des Flintlock-Nationalforest sein. Forstarbeiter bereiten das Gebiet schon seit Monaten vor. Laut dem Forstamt wird der Brandeinsatz zwischen 8 und 17 Uhr am Morgen, Dienstag und Mittwoch stattfinden. Möglicherweise auch noch am Donnerstag. Sollte es etwas langsamer vorangehen als geplant. Der Waldbrand wird nicht nur tote und überwucherte Vegetation entfernen, die in den trockenen Monaten zu Großbränden führen kann. Er wird auch als wertvolle Übung für die Forst- und Feuerwehrmitarbeiter dienen, meint Oberforstbeamtin James Greenbrier. Ah, okay. Was ist denn hier? Läuft der Stream noch?
glaube, der Stream läuft noch, ne? Sieht zumindest danach aus. So, Huch, ist hier dunkel. Okay. So, was haben wir hier? Formular. Ist schon wieder abgeschmiert, das gibt's ja gar nicht. Okay, mein Browser macht gerade Probleme. Mitteilung über befestigte, befristete Personaltransfer. Bruce Pilgrim, Leiter der Personalabteilung, Landesforstamt. Zur Unterstützung beim vorgesehenen kontrollierten Brand wird am 2.9.94 ein Ranger mit Erfahrung in der Prozedur zum Flintlock Nationalforest überstellt. Siehe beiliegende Personalkarte. Die leitende Beamtin an der Flintlock-Vollstation, Oberforstbeamtin Janice Greenbrier, wird mit der Aufsicht des überstellten Personals beauftragt. Die Dauer des Transfers wird auf einer Leistungsbewertung sowie der Empfehlung der leitenden Beamtin beruhen. Mit freundlichen Grüßen, Bruce Pendleton, 4.8.1994. Das sieht gerade nicht gut aus. Das sieht gerade gar nicht gut aus. Das sieht gerade überhaupt nicht gut aus hier, bei mir, irgendwie. Ich glaube, meine Capture-Karte hat sich gerade auch verabschiedet. Es sieht zumindest danach aus. Hey, das läuft ja super. Ich freue mich sehr. Nein, hat sich... Nein, doch, hat sich... nee, was denn jetzt? Keine Ahnung, weiß nicht. Ich hoffe... Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt hier auf jeden Fall erstmal auch für YouTube. Machen wir jetzt erstmal einen kurzen Cut. Ich versuche nochmal alles neu einzustellen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, also bis dann. Ciao. Mit B. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ja, liebe Leute, ich kann den Chat gerade nicht verfolgen. Ich weiß nicht, mein Rechner macht gerade irgendwie hier total die Faxen. Ich weiß nicht, warum. Ich hoffe, der speichert mir das jetzt. Wenn nicht, dann kriegst du richtig Ärger. Wir spielen gleich noch ein bisschen weiter. Wir haben jetzt so 9 Uhr, circa eine Stunde gespielt. Das passt jetzt gerade irgendwie. Ich frage mich gerade, warum der hier jetzt hier so ein Theater macht. Ja, beende doch sofort. Hallo? Ich glaube... Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Wenn ich Glück habe, habe ich die Folge im Kasten. Oder beziehungsweise die ganze Stunde an Aufnahme habe ich im Kasten. Wenn ich Pech habe, ist sie total für den Arsch und futsch. Und muss das alles nochmal dahin spielen und neu aufnehmen. Vielleicht privat. Weil mein ganzer Rechner hat sich jetzt gerade aufgegangen. Warum auch immer. Und ich muss den neu starten. Ich werde mal so lange währenddessen mal eben hier... Wenn es geht. Ich glaube nicht. Ah, verdammt. Oder? Macht das trotzdem? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Ja, ihr müsst... drehen. Müsst ihr mich jetzt noch hören? Ah ja, pass auf. Da mache ich mal eben... Ganz schnell mal eben hier... Warte mal. Erweiterte Einstellungen. Neuen Zuschauer. So, dann sehe ich wenigstens da. Hallo, ja... Da bin ich wieder. Achso, warte mal, da kann ich jetzt auch mal kurz die Kamera anmachen. Dann sieht ihr mal meine Hackfresse für die Leute, die neu eingeschaltet haben. Dann seht ihr auch mal das Gesicht dahinter. Also hinter dem,
Gequatsche. Hallo, meine Freunde, ich grüße euch herzlich. Ja, so sieht man sich wieder, ne? Prost zusammen. Ich muss ganz schnell mal hier jetzt alles neu starten. Ich hoffe, der hat das aufgenommen. Wenn er es nicht aufgenommen hat, boah, dann ärgere ich mich so schwarz. Das Problem ist einfach, dass dann wäre eine ganze Stunde an Aufnahme wäre futsch. Sie haben den Computer eine Grund- und problemlos ausgeschaltet. Wenn Sie ein Programm öffnen, klicken Sie auf Öffnen. Nee, ich möchte jetzt nicht öffnen. Bitte, 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 bitte. Ich hoffe, der hat's aufgenommen. Das wäre so ärgerlich, wenn es nicht getan hätte. Dann schauen wir doch mal. Und ich wette damit, der hat's nicht aufgenommen. Na? Nein, nein, Library. Oder? Dokumenttyp. Nein. 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 Nein, 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 nein. Nein, er hat es nicht aufgenommen. Oh, ich könnte so kotzen. Ich könnte so kotzen. Gestern ging es noch komischerweise. Heute macht er irgendwie die Mucken. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich sollte mal. Das gibt's gar nicht. Das ist so. Boah, der hat die ganze Stunde Video jetzt nicht aufgenommen. Boah, ich könnte jetzt so kotzen, na. Huch, was ist denn jetzt? Nein, das ist kein Amazon-Video. Download und Support, genau. Ich muss das mal alles wieder einrichten hier. Entschuldigt bitte, es ist jetzt ein bisschen dauert. Das tut mir leid. Ja, ist ja super. Für ein Live-Let's Play macht das natürlich Sinn, wenn er nichts aufgenommen hat. Das ist ganz großes Kino. Vielleicht werde ich mir das auch bei Twitch irgendwie organisieren, wenn dann. Ist ein bisschen blöd gelaufen, aber ich kann es ja leider nicht ändern. Das ist ja schon wieder ein super Anfang. Ich hoffe, ich kriege das von Twitch runtergeladen irgendwie. So, gucken wir noch mal. Das machen wir erstmal weg. Zack. Und das ziehen wir erstmal hier hin. Dahin, so. Das kann weg. Verdammt, der hat's nicht aufgenommen. Oder zumindest hat er was aufgenommen, aber da steht Dokumententyp und das ist ja kein Dokument. Nein. Toll. Er hat wahrscheinlich. Ah, ne, ist nur die Flashback-Aufnahme gewesen. Nein, er hat es gar nicht aufgenommen. So wie es ausschaut. Mighty, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live-Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Nein, er hat es nicht aufgenommen.
Fuck. Das heißt also, eine ganze Stunde ist für'n Popo. Ist aber nicht so schlimm. Dann kann ich mir das Ganze nochmal irgendwie von gucken. Vielleicht lade ich mir das irgendwie von Twitch runter oder so. Dass ich da irgendwie mit'm Grabber oder so. Dass ich mir das irgendwie runterhole. Kann ich denn. Würde mich mal was brennend interessieren, ne? Es läuft ja gerade hier. Ich will mal eben was schauen, ja? Sei mir nicht böse, wenn es gerade nicht weitergeht hier mit dem Spiel. Ich muss mal eben ganz schnell was schauen, ob ich das irgendwie. Obwohl, das kann ich eigentlich auch nachher machen, aber ist ja egal. Vor allem ist komplett alles abgeschmiert, der ganze Rechner. Das ist eigentlich das erste Mal. Normalerweise passiert mir das eigentlich gar nicht. Was war das denn? Ach so, weil das ja noch läuft, stimmt ja. Irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Na gut, muss ich anders machen. Gut, ist ja nicht so schlimm. Okay, pass auf. Machen wir so. Machen ein kleines Päuschen, ja? Ich stelle nochmal eben um hier alles. Schon mal für gleich. Dann nehme ich gleich trotzdem nochmal auf. Pass auf. Die Einstellung. Ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So. Also, wie gesagt. Machen wir so. Spielen wir gleich weiter. Ich versuche nochmal neu aufzunehmen. Ich muss gucken, dass ich das irgendwie von Twitch kriege dann. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Und, ja. Dass ich da irgendwie die Folgen dann zusammenschneide, muss ich schauen. Irgendwie kriege ich das schon hin. Ist ja nicht so schlimm, dass ich das irgendwie von Twitch mir runterlade. Von meinem eigenen Channel ist ja mein Videomaterial. Verdammt. Ja, würde ich sagen, machen wir eine klitzekleine Pause. Pipi-Pause, Pupu-Pause, Chips-Pause, Trinkgold-Pause, Raucherpause und dann geht's gleich weiter bei Gun Home. Bis gleich.
Hey, ja, Glückwunsch, Sven. So, damit willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Mein Gott. Ach, so. Huch. Ach so, ja. Ja, dann probieren wir es nochmal neu aus. Warte mal, das schreibe ich hier schon mal hin. Teil 2. So, Enter. Oh nein, stellen. Ja, so. Mal einen Schluck trinken. Und dann geht's los. Ja, willkommen zurück, auch auf YouTube. Wir befinden uns immer noch im Live-Let's Play von Gun Home nach den Problemen von letztens. Ich hoffe jetzt, dass alles sauber und glatt läuft und wir spielen erstmal weiter. Sollen wir denn hier eine Kassettenhülle nehmen? Brad Mobile. Ach cool, guck mal. Hui. For Sam. Lurthing. Stab Cherry Bim the Rowaway. PRDCT, some special fuck your fans, Wild Baby, Panic Bitch, Sam Richard Cool. Ich glaube, das sind die Songs, glaube ich, hier. Potmonty. Nein, ich will zurücklegen. It's weird hanging out with girls. Daniel was around ever since I was little, and other girls? I don't know. But being around Lonnie is like instantly just right. I gave her the grand Psycho House tour and took my revenge on Super Nintendo. And it was like, I don't know, I finally found someone I feel normal around. I drove her home and she gave me this tape and said, "You have got to listen to this." I haven't stopped playing it since.